Hallo, willkommen zurück zum Mist Survival. Moment, Motor aus. Ich bin hier hinten, wo ich mir mein Auto mal hingelegt habe, aufs Dach hingefahren, denn hier ging ja noch der Weg weiter. Da wollte ich ja mal gucken, was es hier so gibt. Und da oben gibt es ein Gebäude noch und hier gibt es noch ein Gebäude. Und in die beiden wollte ich als allererstes, bevor ich weiterfahre, hier mal reingucken. Mal gucken, ein bisschen, was haben wir dabei? Arrows sind wir jetzt am Maximum. Ich hab. Da ist doch schon einer rumgelaufen. Was macht er denn vorm Gebäude? Vielleicht dann kommst du mir nicht, mein Freund. Ach, der ging daneben. Jetzt. Ist da noch einer? So, ich hoffe mal, meine Pfeile reichen hier. Nichts drin. Im Kühlschrank. Ich schmeiß mal schnell meine Pfeile wieder rein. Das habe ich schon vier verloren. Na gut. Okay, hier hätten wir noch einen Koffer. Das ist schon wieder die Frage. Oh, hier ist noch ein Pfeil. Sehr gut. Ob ich nicht hätte schon wieder mit dem Pickup fahren sollen? Wenn nicht, kommen wir halt einfach nochmal wieder. Wenn es nur in einem Koffer schaltet, ist das ja nicht so dramatisch. Aber hier ist wirklich nicht viel drin. Also hier hätten wir jetzt noch ein Räumchen. Aber ein wenig Munition nehmen wir natürlich gerne mit. Aber sonst ist hier nichts gewesen. Okay, hinten die Tür ist zu. Wir gehen jetzt nochmal hoch da oben. Was ist hier eigentlich? Hier unten einer. Hier ist auch noch eins. Na okay, das nehmen wir später mal mit. Ich kümmere mich jetzt mal um die beiden hier. Und ach, da geht es ja auch noch weiter, sehe ich. Okay, das ist mal für ein anderes Mal vorgemerkt. Was mich hier erwartet. Schon mal keine Banditen, das ist schon mal gut. Okay, jetzt kann ich ein Axtlager aufmachen. Na ja, klar. Die Garage, hier war nichts. Viel Loot ist hier nicht. Na, die Tür will ich noch durchkommen. Aber ein schön großes Haus ist es ja. Haben nichts da gelassen. Gibt's ja nicht. Na gut, dann
und sie wieder raus machen. Wir machen uns mal zurück zum Auto. Und fahren mal die Straße entlang und mal gucken, was uns hier so erwartet. Was da hinten so ist. Hier haben wir ja schon alles weggeholt. Bisschen was zum Zertrümmern für meinen Hammer hätte ich hier auch noch. War schon wieder ein Baum im Weg. Gucken, was es hier so gibt. Auch ein kleiner See. Guck mal einer an. So, hier so eine eigene Base aufbauen. Alles weggeholzt hat, geht bestimmt auch. Komme ich denn hier mit dem Auto vorbei? Okay, und sind hier noch... Achso, das sind die Häuser wieder, ne? Ja. Okay, hier oben ist ja gar nicht viel. Also, Anführungszeichen, nicht viel. Kann ich den Baum wegmachen? Dann mache ich hier nochmal weg. Habe ich freie Fahrt hier. Dachte, das probiere ich mal einfach aus. Rinde brauche ich eh, das passt sich. Ah, sehr schön. Das gefällt mir, dass das funktioniert. Okay, dann machen wir den auch mal weg und hinten beim Camp, wo ich... Waren das so dunkel? Achso, weil ich in den Ästen stand. Schon leicht Panik gekriegt wieder. Da liegt auch so ein Baum quer. Wenn ich den hier auch wegmache, dann kommt man wenigstens halbwegs ein bisschen durch. Sehr gut, fahren wir weiter, würde ich sagen. Habe ich keinen Spritkanister dabei. Das ist natürlich sehr ärgerlich, dass ich das nicht mitgenommen habe. Verdammt, fällt mir gerade so auf. Batterie ist hier natürlich, wie gesagt, kann ich auch erstmal hier lassen. Brauche ich jetzt nicht so dringend die Batterie. Geht's hier hoch? Ja, geht's. Aber hier oben ist nichts, aber da könnte ich... Wäre ich sicher, wenn ich hoch müsste für irgendwas. Na klar, und noch eine Axt. Plätze habe ich denn jetzt noch eigentlich frei. Ein paar gehen noch gleich mal ins Auto umladen. Hier ist noch ein Reifen. Die Kirche scheint zu sein, ne? Noch nicht rein. Wer weiß, ob es in der Zukunft möglich ist. Oh, guck mal hier, noch ein Köfferchen. Okay, also den Weg mit dem Pickup, glaube ich, würde sich doch nochmal lohnen, hier lang zu fahren. Hier gibt es auch noch Reifen. Nehme ich jetzt mal nicht mit, weil brauche ich jetzt erstmal nicht. So dringend. Ich weiß ja jetzt, wo ich was finde. Metals,
Na? Ich kann irgendwie gerade nicht rüberziehen. Oh, es wird. Es wird mistig. Es wird mistig. Ich muss mir mal einen Platz zum. Warum auch immer das jetzt nicht mehr funktioniert. Einen Platz suchen, wo ich hausen kann. Da liegt da vorne nichts drin. Das wird aber sehr schnell mistig. Mal hoffen. Oh, das sieht gut aus. Ich hoffe, da ist jetzt keiner drin. Lass uns das Haus hier mal holen. Sieht auf Anhieb gut aus. Baseballschläge habe ich schon so viele. Wir looten noch mal kurz, bevor wir gleich nach oben gehen. Uns da ein bisschen verbarrikadieren werden. Dass da keiner reinkommt. Okay, hier wäre ein Raum. Wir gehen mal nach oben. Okay, und dann haben wir zwei Räume, die wir noch looten müssen. Gehen wir nach oben. Verkrieche ich mich mal hier irgendwo. Der Raum sieht doch gut aus. Die Tür ist zwar offen, aber wird wohl schon klappen. Naja, noch geht's nicht los, ne? Das war ein schön großer Raum. Ich verkrieche mich in dem in der Ecke hinten. Na komm, dazu. So, ich werde auch direkt mal schlafen. Mal zwei Stündchen. Jetzt wurde ich eh geweckt. Reinkommen tut hoffentlich niemand. Oh, sehr schön, Mist ist vorbei. Hervorragend. So, dann wollen wir die Türen aufbrechen hier unten. Super, das war die Tür zur Garage. Das war schon mal nix. Das war die Tür zum Lagerraum und hier gibt's. Gibt's was? Hier gibt's ja auch nix. Na gut. Schade. Also, wie gesagt, Material zum Zerhauen gibt es jede Menge, aber. Ist nichts Wildes. Ja, habe ich da schon wieder ein paar von meinen Freunden. Aua. Doch schon wieder. Ja, das will ich gar nicht. Ja, das hätte ich gerne, aber ich höre noch einen. Das gibt's doch nicht. Dreht der Sack sich genau in der Sekunde um. Das dürfte es wohl gewesen sein. Hier gerade ein paar Probleme, was das betrifft. Dass meine Steuerung nicht mehr so ganz funktioniert, das ist jetzt ungünstig.
Warum auch immer da es leichte Probleme gibt. Aber das ist auch blöd, weil so kann ich auch nichts rüber transferieren ins Auto. Nach oben kann ich eh nicht. Gut, dann... würde ich mal sagen. Säge nehmen wir auch noch mit. Inventory haben wir ja schon voll ausgebaut, aber man weiß ja nie. Und das nehmen wir auch noch mit. Dann ist der Raum hier eigentlich soweit fertig. Dann müssen wir uns nur merken, dass es hier weitergeht. Ich werde mich erstmal um mein Problem kurz kümmern. Und wo habe ich denn geparkt zum Teufel? Wie spät haben wir es dann? 15 Uhr. Gut, ich laufe mal kurz zum Auto und probiere es nochmal rumzuladen. Wenn das nicht geht, werde ich mich da mal kurz drum kümmern. Und dann gucken wir weiter. Gut, das war so eine kleine Loot-Tour hier mal durch die hinteren Häuser hier hinter der Mine. Da vorne geht es noch weiter. Ich weiß nicht, ob es die Minensiedlung hier ist, die es früher mal gab. Das sieht mir so ein bisschen danach aus. Wie gesagt, zum Zerschlagen gibt es ja jede Menge. Also wenn ich da mal Probleme habe, ist das gar kein Problem. Da sind auch ein paar Militär-LKWs, wie ich sehe. Hier ist noch ein großes Gebäude. Hier unten waren ja auch noch welche. Also wir haben ja noch jede Menge zum Looten. Da muss ich auf jeden Fall mal wiederkommen, um das zu Ende zu bringen. Ich sage erstmal vielen Dank fürs Zusehen und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Macht's gut, bis denn. Ciao.